Ein Film, der den Betrug an unserer Verbundenheit und Abhängigkeit vom Land zeigt. Mit diesen Worten zeichnet die Berlinale Jury das spanische Drama Alcaraz mit dem Goldenen Bären für den besten Film aus. Darin erzählt die 35-jährige Regisseurin Carla Simón von einer Bauernfamilie in Katalonien, dessen Pfirsichplantage durch Solarpaneele ersetzt werden soll. Die drohende Zwangsräumung führt zum Zerwürfnis innerhalb der Familie. Es ist wunderbar, dass ein so lokaler Film aus dem Dorf meiner Familie in Katalonien so weit reisen kann. In gewisser Weise ist es eine Hommage an die Familien, die dort immer noch Widerstand leisten und das Land auf ihre Weise bewirtschaften, auch wenn es im Moment sehr schwierig ist. Auch Meltem Kaptan kann sich freuen. Die Kölner Darstellerin erhält den Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung. In Andreas Dresens Rabia Kurnas gegen George W. Bush spielt sie die Mutter eines Guantanamo-Häftlings, die sich jahrelang für seine Befreiung einsetzt. Ich fühle mich so wirklich unglaublich. Ich sage, ich brauche echt ein paar Tage, bis ich das hier alles verdaue. Ich glaube, das raffe ich alles gerade noch. Ich freue mich unfassbar, aber ich hab so ein verzerrtes Wahrnehmen. Ich widme den Rabia Kurnas und wirklich allen Müttern, die wirklich für Tag da rausgehen und dafür kämpfen, dass ihre Schäfchen beisammen bleiben. Für die beste Regie wurde die Französin Claire Denis für ihren Liebesfilm Avec Amour et Acharnement ausgezeichnet. Für sie geht der Bär auch an die Hauptdarsteller Juliette Binoche und Vincent Lindon. Die Schauspieler führen mich und nicht umgekehrt. Der Regisseur ist eigentlich nur ein Begleiter. Kulturstaatsministerin Claudia Roth gratulierte den Preisträgern und bezeichnete es als die richtige Entscheidung, die Berlinale trotz Pandemie live stattfinden zu lassen. Damit habe das Festival unter schwierigen Umständen Haltung gezeigt, als das politischste unter den großen internationalen Filmfestivals, erklärt die Staatsministerin.